Ich kann sagen, ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Das Musical Paul und Gretel erzählt die Geschichte von Paul und Margarete Schneider aus der Sicht von Gretel und ihren Enkeln. Halt, Großi! Was soll denn eine Verknotigung sein? Ach, halt das, was uns so zusammenhält. Ja, aber doch nicht Kummer und Schmerzen. Doch, das kann einen ganz schön zusammenschweißen. Jedenfalls war es beim Paul und mir so. Großi, habt ihr euch denn geküsst? Naja, schon. Aber was sagst du hier? Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus. Das Paul und Gretel Musical behandelt ja diese Geschichte von einem ganz normalen Ehepaar, das plötzlich in großen Herausforderungen steckt und sich entscheiden muss, wie leben wir unseren Glauben und wie konsequent stehen wir hinter unseren Ansichten. Und ich glaube, das ist das Besondere, was jeden von uns auch herausfordert. Stehe ich zu dem, was ich glaube, wirklich bis zum Ende und wie lebe ich das in meinem Alltag? Und ich glaube, deshalb ist das Musical auch interessant für verschiedene Altersgruppen, für Leute, die vielleicht schon lange im Glauben unterwegs sind und für welche, die einfach interessiert sind an dem Ganzen. Und ich glaube, das macht es einfach interessant für viele unterschiedliche Menschen. Muss es denn wirklich sein? Hast du mich nicht lieb? Nie habe ich euch so lieb gehabt. Wie in jener Nacht, als ich die Entscheidung traf. Ich weinte um euch. Und ich weine um dich. So, die Zeit ist um. Kommen Sie. Nein, Herr Wachtmeister. So darf es nicht enden. Ich muss Sie noch einmal sehen. Ich finde es immer wieder beeindruckend zu sehen, dass Gretel einfach so viel durchgemacht hat und trotzdem in ihrem Leben diese Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott, so zentral ist. Und das sollte einfach jeder hören. Viele Leute zu Paul und Gretel eingeladen und ich finde es einfach so cool, weil es immer was gibt, wo man anknüpfen kann. Also egal, ob es die Leute politisch interessiert, geschichtlich, religiös, ob es einfach ist, weil sie gerne Musik mögen, Schauspiel, alles Mögliche. Es ist unfassbar vielseitig und egal, wer kommt, ich glaube, es kann sich jedes Mal jemand das mitnehmen. Von Paul und Gretel fasziniert mich und fordert mich heraus. Und ich glaube, es ist eine sehr gute Möglichkeit, Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren. Denn ich bin davon überzeugt, das, was wir glauben, das ist kein Märchen.